Hallo, IBÖ TV. Wir sind heute hier von Katja Wagner zu Krone TV eingeladen. Zu Katja Wagners großer Talkrunde, Diskussionsrunde. Es geht selbstverständlich um die Waffengesetze. Der schreckliche Vorfall in den USA hat auch wieder die Diskussion in Österreich ausgelöst, ob man hier nicht die Waffengesetze verschärfen soll, ob nicht zu viele ungeeignete Personen an Waffen herankommen. Ich bin der Auffassung, als Waffenbesitzer müssen wir dagegenhalten. Wir können nicht nur im stillen Kämmerlein sitzen und warten, was auf uns zukommt, sondern wir müssen initiativ sein, wir müssen nach außen gehen, wir müssen unseren Standpunkt auch nach außen zeigen. Aus diesem Grund bin ich heute da. Bei Journalisten ist es immer schwierig, zu Wort zu kommen. Es besteht dann immer die Gefahr, dass alles herausgeschnitten wird. Ich hoffe, dass das hier nicht in diesem Umfang passiert und dass wir hier doch unsere Meinung darstellen können und darstellen können, warum es liberale Waffengesetze bedarf. Wir sprechen hier heute bei Krone TV über Waffengesetze, nicht nur in Österreich, sondern auch in den USA und natürlich auch im Vergleich. Und Professor Rippel ist bei uns zu Gast. Ich freue mich schon sehr. Natürlich immer Österreich-Bezug dabei haben, auch immer Vergleiche ziehen. Und da ist natürlich, woher kommt die Liebe zu den Waffen von Seiten der Amerikaner. Andreas Rippel ist Rechtsanwalt, Experte für Waffenrecht und Präsident der Waffenlobby in Österreich. Wie sieht jemand, der sich hierzulande für ein liberales Waffenrecht einsetzt, das, was da in den USA passiert? Brauchen wir vielleicht auch einen so leichten Zugang zu Waffen? Das frage ich ihn gleich. Schön, dass Sie da sind. Robin Lumsden erkennt die USA wie seine Westentasche, denn er pendelt als Anwalt zwischen... Es ist nicht eine Frage, dass möglichst viele Waffen gut sind, sondern was wir sagen, ist, dass der, der es möchte und dafür geeignet ist, auch die Möglichkeit dazu hat. Das heißt nicht, dass jeder wahllos möglichst viel ansammelt. Das ist nicht das, wofür unsere IWÖ steht, sondern eben das Recht des mündigen Bürgers, sonst gar nichts. Daher ist es auch vollkommen egal, ob das jetzt 10% sind oder 120 oder was auch immer. Der, der es möchte, soll die Möglichkeit haben. Also wir müssen den illegalen Waffenhandel bekämpfen und nicht jene rechtschaffenden Bürger, ob sie jetzt Sportschützen sind, ob sie jetzt Jäger sind oder wenn sie einfach aufgrund ihres subjektiven Sicherheitsgefühls eine Waffe zu Hause haben wollen, diese Menschen sind nicht der Gegner. In unserer Demokratie, freiheitlichen Demokratie, hat nichts mit der Partei zu tun, ist die Frage, wozu braucht das einer? Meiner Meinung nach eine völlig unberechtigte Frage.
wozu braucht dieser das, wozu braucht der einen Einstrahler, wozu braucht der einen so ein großes Auto, warum braucht der das, ein drittes Fahrrad oder sonst etwas. Diese Frage ist unzulässig. Wenn jemand es möchte und damit dich den Nächsten schadet, dann soll er es auch haben. Ich bin ein klarer Fan dafür, dass das Gewaltmonopol, das Waffenmonopol bei der Polizei und beim Militär bei Profis verbleibt. Und die Bevölkerung andere Maßnahmen setzt, sich zu sichern. Ansonsten müsste man natürlich die Ausbildung für jeden Sportschützen, wenn es zur Sicherheit dienen soll, massiv nach oben schrauben. Also ich sehe schon genügend Stoff für eine eigene Sendung natürlich, zu den Detailfragen. Aber ich finde, wir hatten viel, viel dabei. Sie sind natürlich bei der nächsten Sendung auch wieder herzlich willkommen. Meine Herren, vielen, vielen Dank für die Diskussion. Danke auch an Sie zu Hause, dass Sie mit dabei waren. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, einen schönen Abend. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Danke auch. Sehr bunt, sehr spannend. Ja, war eigentlich, also, ich hätte mir nicht gedacht, dass wir so easy den Spagat zu Österreich schaffen. Hätte ich mir eigentlich nicht gedacht. Also. Und man hat gesehen, dass man das kann ja auch schaffen. Das war uns auch wichtig. Das ist in Österreich oft das Problem. Das wird mit so viel Schnappatmung und Aufregung betrieben. Es waren die Unterschiede nicht so gravierend, dass man jetzt sagt, es ist ein komplett anderer Zugang. Naja, ich finde schon, dass es gut rausgekommen ist. Also verschiedene Argumente sind gut rausgekommen. Vor allem es war keiner da, der sagt, Waffen sind cool. Ja, ich habe es ein bisschen versucht. Ich hoffe, es war eine spannende Diskussion, auch zum Zuschauen. Vom Podium her war es sehr angenehm. Die Meinungen sind nicht gravierendst auseinandergegangen. Man sieht, wenn man das Ganze mit einem sinnvollen Background diskutiert, da kann man sich auch vernünftig annähern. Das, was schlimm ist, sind die Leute, die einfach schreien, Waffen weg und alles verbieten möchten. Da kann dann nichts herauskommen. Wenn man vernünftig über die Dinge spricht, wenn man Probleme hat, aufzeigt, dann kann eigentlich kann das besser werden. Und so gesehen war das ein ganz gutes Diskussionsrunde, die auch noch von der Frau Wagner eigentlich gut geleitet wurde. Ich hoffe, es macht Spaß, es anzuschauen.